Zverev feierte in der Runde der besten 8 als letzter Deutscher im Turnier seinen ersten Sieg gegen Coric. Die beiden bisherigen Duelle hatte der 20-Jährige verloren, zuletzt im vergangenen Jahr bei den US Open in der zweiten Runde gegen Buster, der sich im Viertelfinale als Nummer 19 der Welt gegen den an Position 6 gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson mit 6:4, 5:7, 7:6, 8:6 durchsetzte, hat Zverev noch nicht gespielt. Zverev nimmt in Miami seinen dritten Masters-Titel nach den Erfolgen von Rom und Montreal in der Saison 2017 in Angriff.